Yo, willkommen zurück zu Payback. Ja, genau, weiter geht's hier. Das alte Spielladen. Wir waren ja hier stehen geblieben. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, in Los Francos City. Ferngesteuert. Ja, dann wollen wir noch mal sehen, wie wir Unheil verbreiten können. Und Violence and Bloodshed. Genau. So, ich bin schon ganz gespannt. Eieiei, guck mal da. Guck mal da, was ist denn da? Das sieht aus wie... Sind das... Guck mal, was sich... Dreht sich da... Da dreht sich was. Ist das eine Radaranlage? Sieht ja hochinteressant aus. Hm, ja doch, sehr interessant. Da sind auch schon Telefone. Aber ich glaube, ich... warte mal, ich besorge mir erstmal irgendwie was zu schießen. Ne? Besser ist das. Ach ja, nehme ich irgendwie einen gefährlichen Auftrag an. Hör auf zu hupen. Du Arsch. Ne? Und dann habe ich hier nichts zum Schießen. Und dann wird es gefährlich und so. Na, ihr wisst Bescheid. Huch. Sehr cool. Da bin ich runtergerutscht. Komme ich dann da wieder hoch? Nee. Nochmal? Rutschen? Hey. Nee. Ach, nee, er schlindert nur darunter. Naja, okay. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Waffe oder so. Oder auch zwei. Da geht ein Polizist. Nee, die sind meistens irgendwie in so... Irgendwo versteckt hinter Häusern oder so. Ah, guck mal da. Da haben wir schon was. Was haben wir denn da? Eine Minigun. Ja. Scheiß die Wand an. Eine Minigun. Ja. Eine hübsche Waffe. Gut, dann kümmere ich mich mal um den ersten Auftrag. Würde ich vorschlagen. Ja, das ist eine weise Entscheidung. Die habe ich ganz alleine getroffen. Was ist denn hier los? Leute, Leute. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann mal los. Es scheint, dass die Bewohner eines einzelnen Wohnblocks ihr Schutzgeld nicht mehr bezahlen wollen. Die Schweine. Der Boss will ein Exempel statuieren, falls doch jemand Ähnliches vorhat. Ist klar. Ike hat in einer nahegelegenen Durchgangsstraße eine Bombe mit Fernzündern deponiert. Die soll ich holen, ja? Okay. Eine Bombe mit Fernzünder. Jetzt hör auf zu hupen. Was ist denn das für ein Lärm hier? Okay. Eine ferngesteuerte Bombe. Das klingt verflucht gut. Jo, die hole ich mir mal ganz fix. Es ist ja direkt hier um die Ecke. Muss ich gar nicht weit laufen. Guck mal, da ist noch eine Waffe. Was haben wir denn hier? Eine Pistole. Naja, gut. Eine einfache Pistole. Die wird es in der Not auch tun. So, hier lang. Oh, guck mal, hier ist noch mehr. Was haben wir denn da? Hallo? Eine Bazooka. Ja, Bazooka ist gut. Oh, die habe ich doch gar nicht ausprobiert. Eieiei. Okay, hier wird die Bombe drin sein, ja? Yes. Okay, jetzt lege sie beim Wohnblock. Einmal den Feuerknopf drücken, um sie abzulegen. Aha. Am Wohnblock deponieren. Ich soll den kompletten Wohnblock sprengen. Eieiei, ja, finde ich gut. Warte mal, ich probiere erstmal die Bazooka aus. Da sollte ich... Ich weiß nicht, ich glaube, dann ist die Polente hinter mir her, wenn ich das tue. Dann sollte ich mich vielleicht erstmal um ein Fluchtauto bemühen, bevor ich das tue, oder? Ja, komm hier, ich versuch's mal. Und, Feuer frei. Nee, das war die Minigun. Das ist die Bazooka. Feuer! Yes! Ach du meine Güte! Ach du meine Güte! Guck mal, da fliegt er! Eieiei! Okay, alles klar. Ich habe nur 3 Fahndungssterne bekommen. Da sollte mich die Polizei in Ruhe lassen. Ja, die Bazooka ist doch recht beeindruckend. Ein schönes Instrument. Zum Spielen auch. Hier ist noch eine Waffe. Nee, ich lasse das erstmal hier. Ich lasse das erstmal so. Ich gehe mit der Bombe weiter. Hm. Weil, falls ich jetzt draufgehen sollte, dann will ich nicht alle Waffen hier schon weggesammelt haben. Ne? Wäre ja auch doof. Ah, guck mal, hier sind die sich drehenden Dinger. Sieht aus wie eine Radaranlage. Ja, doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sowas ist. So, hier ist der Wohnblock irgendwo. Schauen wir mal. Ja, der Wohnblock. Hier sind noch mehr Waffen. Ja, sehr schön. Aber ich wüsste gerne, was die denn verbrochen haben. Die armen Leute.
ein Exempel statuieren. Na gut, dann tue ich das. Also die Bombe habe ich ausgerüstet. Das ist der Wohnblock, ja? Okay. Jetzt die Bombe legen. Na gut. So. Eindrucksvoll. Jetzt weg von dort und jage den Block in die Luft. Okay. Eieiei. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter weg. Das scheint eine richtig große Bombe zu sein. Ja, soll ich mich mal hier an die Häuserwand? Da wird mir doch nichts passieren, hoffe ich. Und feuerfrei. Eieieiei. Mission erfüllt. Auf zu den Münzfernsprechern. Die nächste Mission wartet. Eieiei. Boah, das war aber auch. Ach, schade, ich habe keine mehr über. Ach, Mist. Was ist denn da jetzt noch? Oh, da war der Wohnblock. Upsi. Was ist denn hier noch? Oh, eine Minigun. Oh nein. Oh nein, die Polizei ist mir auf den Fersen. Ah. Gut, vielleicht sollte ich ein Fluchtauto. Ich brauche ein Fluchtauto. Los. Und weg hier. Na, hallo. Da ist die Polizei. Weg hier. Oh, oh nein. Ach, ich wollte fliehen und nicht den in die Arme fahren. Oh, weg hier. Oh nein. Hier lang. Und ja, nur noch drei Sterne. Ja, ich so langsam könnte ich mich wieder zurückwagen. Ja, doch, komm. Ja. Okay. Ja, wird schon gehen, ne? Oder? Zwei Sterne. Ja gut, okay, komm. Das sollte genügen. Und zurück zu den Telefonen. Ja! Der nächste Auftrag, der wartet. Na. Oh. Ach, so ein Ärger hier mit dem Auto. Es ist aber auch schwierig zu fahren in diesem Schnee und Eis und so. Es ist wirklich nicht so leicht. So, komm hier, ich will foltern und brandschatzen und quälen. Ah, so, mein Fahndungslevel ist wieder ganz unten. Das freut mich sehr. Gut, vielleicht finde ich auch noch irgendwo einen Flammenwerfer. Das wäre dann echt spitze. Okay, erstmal den nächsten Auftrag. In der Stadtmitte ist ein gestohlenes Taxi abgestellt. Nimm es. Ja, klingt nach einem netten Auftrag. Okay, bewaffnet bin ich auch. Kann ja gar nichts mehr passieren. Ich muss erstmal mir ein Auto besorgen, um da hinzukommen. Ach, guck mal hier, so ein kleines rotes, was weiß ich was. Los, auf geht's. Yes. Eieiei. Ach, das ist immer wieder herrlich. Ah ja, nicht ins Wasser, nein. Ah, da ist die Bullerei. Mensch, die ist aber aggressiv hier, ne? Ich bin sofort irgendwie auf der Fahndungsliste ganz oben. Okay. So, hier irgendwo soll das Taxi sein. Ich sollte mich unauffälliger verhalten, damit meine Fahndungspunkte mal runtergehen. Na, wo ist es, das Taxi? Hier durch, ja? Okay. Ich folge dem Pfeil. Aha. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das sieht komisch aus. So. Ach, hier bin ich. Durch die Mitte. Oh, hallo Polizei. Guten Tag. Ach, guck mal hier, da ist das Taxi. Das soll ich nehmen, ja? Okay. Dann nehme ich es mal. Die Frau des Bosses hat einen Freund besucht. Hol sie ab. Okay. Dann mache ich das. Tja, also bin ich jetzt der Taxifahrer für die Gattin des Bosses. Naja, aber warum dann ein Taxi und nicht irgendwie eine nette Limousine oder so? Das ist ja albern. Nee. Na gut, dann versuche ich mal die Karre hier nicht zu sehr zu demolieren. Oh Mann.
Die fahren aber auch hier wie die Geier. Was soll denn das? Na, wo ist die Frau? Da oben. Okay, jetzt warten, bis die Frau des Bosses eingestiegen ist. Okay. Hi, Hübscher. Bring mich ins Hotel. Könntest du so nett sein und unterwegs meinen Fitnesstrainer aufsammeln? Aber sicher doch. Kein Problem. Fitnesstrainer, ja? Okay. Da ist der Bus. Ja, was soll denn das? Guckt euch diese Scheiße an. Guckt mal, wie die... Mensch, die behindern den ganzen Verkehr hier. Da muss ich eben anders rumfahren. Fahr ich hier rum. Ja, hier lang? Ja, guck mal, da wartet der Fitnesstrainer. Och, und wieder alles zu hier. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich außen rum? Ja, verschwindet. Ich hab nichts Unrechtes getan. Noch nicht. Na, nicht überfahren. Oh, hier lang. Oh, aha, Mist. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, wirklich. Ihr müsst mich nicht abschießen. Ich habe nur ein bisschen ein Auto gerammt. Nichts passiert. Hier ist der Fitnesstrainer, ja? Aha. Hallo? Wo bist du denn? Da oben. Na komm. Okay, lass ihn ins Auto steigen. Und jetzt? Bring uns ins Hotel und nimm dir etwas Zeit. Okay. Ins Hotel, ja? Na gut. Etwas Zeit lassen. Ja, die haben bestimmt was vor. Die wollen bestimmt, sich was vorlesen oder so. Vielleicht auch sich was vorsingen. Vielleicht singen sie sich ein schönes Liedchen vor. Wüsste gerne, welches Liedchen. Oder sie hören einfach nur das Radio. Weil im Radio läuft ja auch gerade ein nettes Liedchen. Muss ich schon sagen. Doch, sehr nett. Aber auf die Dauer doch ein wenig zu viel Hip-Hop, würde ich sagen. Na gut, hier ist das Hotel, ja? Na gut, dann auf den Parkplatz. So. Danke fürs Mitnehmen, Süßer. Ich wäre sehr verbunden, wenn du dies für dich behieltest. Ja, mach ich. Könntest du uns bitte auch decken, wenn wir ins Hotel gehen? Decken? Ich soll nicht decken? Du Ferkel. Nee, komm, okay. Dann decke ich dich mal mit der Bazooka. So. Da irgendwer? Hallo? Okay. Ja. Mission erfüllt. Ha, sehr gut. Ha, da war kein böser Wicht. Aber guck mal hier, ich kann ins Hotel reingehen. Mach dich schon zum Telefon. Die nächste Mission wartet. Ja, das ist ja cool. Guck mal. Im Hotel drin. Das ist ja spannend. Okay, dann erstmal zurück zum Telefon. Was hier wohl auf mich wartet? Das ist ja alles hochinteressant. Naja, dann, okay. Auf zum Telefon. Wo ist denn mein Taxi? Ich hoffe, das steht da noch. Ja. Sehr gut. Dann renn hier. Auch wenn die Musik etwas, gewöhnungsbedürftig ist in diesem Taxi. Ja. So. Und auf zum Taxi. Ach nein, komm, die Musik, die nervt. Was läuft denn hier drin? Ja. Oh nein. Ja, das ist doch nett. La la la, ein bisschen hektisch, aber nett. Ja, gefällt mir sehr gut. Auf zum Telefon. Ich bin der Telefonmann. Ja. So, und um die Ecke rum. Hui, da ist die Polente. Halt mich nicht auf. Sonst gibt's Mecker. So, da sind die Telefone. Der nächste Auftrag. Okay. Und los.
Was haben wir denn da? Der Bruder eines feindlichen Gangsterbosses hat im Süden der Stadt ein Haus gekauft. Wir haben entschieden, ihn zu kidnappen. Aha. Sein Haus ist schwer bewacht. Aber wir denken, du solltest unbemerkt hineingelangen können. Obwohl du freilich auch mit einem gewaltigen Feuerzauber da eindringen kannst. Wenn du willst. Ja, Feuerzauber klingt doch gut, oder? Ja, ich glaube da, das klingt verflucht gut. Aber ich hätte gerne irgendwie, ich hätte gerne einen Flammenwerfer, wenn ich ehrlich bin. Echt, ich möchte einen Flammenwerfer haben. Da muss doch irgendwo ein Flammenwerfer sein. Guck mal hier. Ist da vielleicht einer? Nee, noch eine Bazooka. Ja, also Flammenwerfer hat es mir echt angetan. Das ist eine richtig feine Waffe. Hier, Flammenwerfer? Nee, Gewehr. Schade. Wo könnte denn noch ein Flammenwerfer sein? Vielleicht in diesem Haus, das ich gesprengt habe? Könnte sein, nicht wahr? Ja, doch. Hallo, Polizei. Ich habe die Taschen voller Waffen. Haut bloß ab. Ihr komischen Köppe. Wo war denn dieses Haus, das ich gesprengt habe? Da oben irgendwo, ne? Irgendwie so in der Richtung, glaube ich. Da sind noch Kisten. Eine Kiste. Und noch eine Bazooka. Hier ist ein leichter Bazooka-Überschuss, nicht wahr? Ja, ja, beruhig dich. Bitte, ein Flammenwerfer. Ich möchte doch nur einen kleinen Flammenwerfer. Was haben wir da? Noch ein Gewehr. Mensch. So langsam. Da gibt es hier auf der Karte keinen Flammenwerfer. Das wäre ja ein Ding. Also echt jetzt. Eine Payback-Schneekarte ohne Flammenwerfer. Nein. Das darf nicht sein. Hör auf zu hupen. Oh, eine Limousine. Nett. Na komm, suchen wir uns erstmal ein Feuer. Einen Flammenwerfer. Nervige Musik inklusive. Ah, guck mal, da ist eine Kiste. Und? Nein, Pistole. Kann doch nicht sein. Hier oben vielleicht irgendwo. Ich habe ja ganz am Anfang, also im ersten Teil von dieser Stadt hier, da oben einen Flammenwerfer gefunden. Vielleicht ist er ja da wieder. Ne, ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Aber mein Fahndungslevel ist wieder verflucht hoch. Was soll denn das? Das ist, weil ich das Auto geklaut habe. Mensch, die pissen sich auch immer voll hier, die Bullen. Da oben ist eine Kiste, aber da komme ich nicht. Ach, ist egal, komm ich. Ich will doch gerne einen Flammenwerfer. Das macht so viel Laune damit. Echt jetzt. Hier vielleicht? Na, da ist eine Kiste. Und? Ein Gewehr. Ärgerlich. Oh, zwei Kisten. Und? Noch ein Gewehr. Noch ein Gewehr. Ich glaube, die wollen mich verscheißern. Kann das sein? Ja, sicher. Das ist doch nicht normal. Nur Gewehre. Bazooka Minigun habe ich auch. Aber ich will lieber einen schönen kleinen Flammenwerfer. Einen Flammenwerfer, bitte. Bitte, bitte, bitte. Kann doch nicht so schwer sein. Keine Kisten, nichts. Mensch, wo war denn die Kiste, wo der Flammenwerfer drin war? War die nicht hier oben? Oder weiter oben? Hier ist eine Häuserwand. Guck ich mal hier. Oder ist das hier Gewehrland? Ich weiß nicht. Minigun. Ach ja, hier waren ja diese Gangster, die mich abgeknallt haben. Genau, es sah erst so aus, als ob mir das gelingt, aber dann doch nicht. Da, Flammenwerfer. Sehr schön. Das wollte ich haben. Ja, hier, erinnert ihr euch? Hier war ich drin und dann kamen die Gangster und es sah fast so aus, als würde ich sie alle niedermähen. Aber nein. Nein, einen habe ich nicht erwischt und der hat mich dann erwischt. Blöd. So, jetzt brauche ich aber ein Auto.
Bleib stehen. Bleib stehen, du Lümmel. Hier, nehme ich das. Orangenes irgendwas. So, ein Fjord. Schön. Und dann auf. Auf zu dem Auftrag da. Ich soll diesen Kerl entführen. Und da eindringen in das Haus. Und wenn ich will, auch gewaltsam. Ja, und genau das will ich. Ich will Gewalt. Oh. Ja, ja. Ist gut. Hier lang. Da, da. So. Okay, reicht. Ich bin nah genug. Alles klar. Dann Flammenwerfer. Ja, da ist er. Der Flammenwerfer. Nein, die Kiste brauche ich jetzt nicht. Ich habe einen Flammenwerfer dabei. So. Wo ist denn das Haus? Muss ich so rum? Oder doch nicht? Oh, das sind auch Telefonzellen. Aber ich bin ja hier doch beschäftigt. Okay, hier durch. Hier durch. Mit Gewalt ans Ziel kommen. So. Und? Ah, hier, guck mal, da ist das Haus. Ja, ja. Oh, da sind Wachen. Ja. Also, mit Gewalt voran. Na. So, tot. Du auch. Yes. Ja. Okay. Jetzt bin ich im Haus. Und wo ist der zu Entführende? Nanu? Der Pfeil dreht hier frei. Oh. Ah, ich verstehe. Ich muss nach oben. Okay. Oh, oh, und die Polente kommt. Eieiei. Hallo? Wo ist denn jetzt der Kerl, den ich entführen soll? Ach, da ist er, guck mal. Ah. Eine Wache erstmal. Erledigen. Gut. Ah, so. Beweg dich! Und ich puste deine Biere weg. Okay, dann mal weg hier. Oh, guck mal, die Polente da unten. Imposant. Nun bringe ihn zum Helikopter auf dem Dach. Ach, sehr cool. Okay, dann komm mal mit hier aufs Dach. Guck dir das an. Ein Heli. Wie geil ist das denn? Ja, dann rein da. Jetzt warte, bis der Gekidnappte an Bord ist. Okay. Okay, jetzt fliege zum Hubschrauberlandeplatz im Nordosten. Aha. Nutze zum Starten und Landen dieselbe Steuerung wie beim Ein- und Aussteigen. Okay. Coole Sache. Ein Hubschrauber. Ich halt's nicht aus. Okay, dann fliege ich da mal hin. Nordosten. Ja, los. Ha, und die Polente, die kann mich nicht einholen. Nein, ach, ist das schön. Guck mal, machen wir ein bisschen Sightseeing über der Stadt. Ah, schade, dass im Helikopter keine Musik läuft. Ja, wirklich schade. Naja, gut. Halt, ein bisschen bremsen. Wo ist denn der Landeplatz jetzt? Ach, guck mal, da ist er. Okay, dann aber... Oh, das Ding ist echt irgendwie ein bisschen schwierig zu steuern. So, okay. Noch weiter ein bisschen. Okay, und landen. Ha, okay, jetzt raus. Bringe ihn zu uns. Da komm mit, du Vogel. Hier hin. Yes. Haha, Mission erfüllt. Ja, die nächste Mission wartet. Auf zum Telefon. Ja, dann macht's mal gut, wa? Ja, das war ein wirklich schöner Auftrag. Sehr nett. Hat mir sehr gut gefallen. Mal was anderes. Hubschrauber fliegen ist nett. So. Dann. Ja, zurück zum Telefon. Vielleicht ein Auto? Komm hier. Ein Lieferwagen. Ah. So. Oh Mann. Und zurück, Telefon. Yeah. Das ist ein cooler Song. Yes. Ein Bus.
Ja, ich glaube, die Karre behalte ich erstmal. Die Musik finde ich echt gut. So. Dann wollen wir mal sehen, wie geht's denn hier weiter? Der nächste Auftrag. Oh. Ein selbsternannter Drogenbaron hat eine Ladung Stoff in einem Bus östlich des Hotels deponiert. Mach ihm klar, dass wir die einzigen Dealer hier sind. Falls du sie brauchst, was? Ist in der Durchgangsstraße gleich nebenan eine Bazooka. Nee, ich habe genug Bazookas. Okay. Dann wollen wir mal sehen, ob ich den nicht überzeugt kriege. Oh Mist, ich komme hier gar nicht rum. Ach doch, da oben. Oh, ich habe ein Zeitlimit. Ach Mist. Okay, dann hier über den See. Aua. Aua. Eieiei. Hier runter. So. Hier lang. Ja, gut. Was ist das denn hier? Oh, eine Bazooka. Das war die Bazooka, ja? Interessant. Gut. Wo ist der Bus jetzt? Der muss ja hier irgendwo sein. Hallo? Drogen. Ach, da fährt er. Guck mal. Da fährt der Bus. Okay, dann pass mal auf. Bazooka habe ich hier. Und Feuer. Ah. Na, wieso vergeigt? Ich habe mich doch aufgehalten. Och, Mist. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Naja, egal. Dann zurück zum Telefon. Jedenfalls bin ich nicht gestorben. Das ist doch schon mal was. Okay, Telefon, geradeaus. Hört auf zu schreien. Die Fahrgäste schreien immer so schön. Okay, oh. Hier ist wieder die Radarstation. Na, hier lang. Naja, ist gut. Ja. Oh, die Bullerei. Oh nein. Nein, weg hier. Weg hier, sie verfolgen mich. Weg hier. Und raus. Oh Mann. Gut, die Bazooka sollte ich vielleicht nicht in der Hand halten, solange die mich suchen. Okay. Dann auf zum Telefon. So. Mein Fahndungslevel ist wieder etwas gesunken. Okay. Dann auf zum Telefon. Wen darf ich denn jetzt beglücken? Ja. Der feindliche Gangsterboss ist auf unsere Forderung eingegangen. Das finde ich gut. Wir haben seinen Bruder in den Kofferraum eines blauen Mundaneo, der im Südosten der Stadt geparkt ist. Gut, und den soll ich holen, ja? Alles klar, mache ich. Im Kofferraum. Gott, der arme Kerl. Naja, der wird es bestimmt nicht anders verdient haben, der Schuft. Irgendwie muss ich die Leute ja überzeugen. Da, okay. Okay. Dann los, gib mir die Karre. Jetzt fahre zum Parkplatz im Süden der Stadt und wickle den Handel ab. Na gut, mache ich. Schön langsam. Ich habe ja Zeit. Zeitlimit habe ich jetzt nicht. Sehr gut. Ah, ich weiß nicht, ob das so unkompliziert laufen wird. Ah, zum Glück bin ich bewaffnet. Ja, schön langsam. Na. Und? Ich könnte mir vorstellen, dass die das nicht so lustig finden, dass ich den im Kofferraum habe. Hier lang? Ah, da, in dieses Haus, ja? Verstehe. Ist da irgendwo ein Eingang? Nee, da ist der Parkplatz. Okay. So, okay. Raus hier. Warte, bis die Aktentasche... was? Aktentasche absetzen? Okay, da ist die Aktentasche. Die soll ich jetzt nehmen, ja? Warte mal, ich nehme mal lieber hier meinen
Flammenwerfer. Okay, und los. Ja, oh nein. Hauen die ab? Ja, sie hauen ab. Die Schweine, warte mal. Ja, schön. Mission erfüllt. Oh, und ich blute. Oh nein. Oh nein, ich muss weg hier. Ich bin am Bluten. Ja, bloß weg hier. Ha, und getötet. Und ich habe das Level beendet. Ach, ist das schön. Yes. So, Level abgeschlossen. Ja, das ist eine Bronzemedaille. Fein. Also wird das jetzt erstmal hier abgespeichert. Halt. Wo bin ich denn? Spiel sichern. Genau, Slot 4. Jo, und gespeichert. Sind wir jetzt in der nächsten Stadt? Ja, guck mal hier in Corona City. Das sieht aus wie eine Stadt bei Nacht. Haha. Und die erste Einlassung heißt Bullenschweine. Ja, das sehen wir uns an im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.